Mohammed, wir sind jetzt hier im Spielcasino, im Kings Casino. Besser geht's ja nicht, oder, für deinen Kampf? Definitiv nicht. Und es ist dein Debüt bei GMC. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist eigentlich super. Also die Atmosphäre ist richtig geil. Also du kommst hier rein, es ist ein Feeling. Am besten würde ich mein ganzes Geld hier lassen. Aber das mache ich besser nach dem Kampf. Das wäre bei mir einfach. Ich müsste nicht viel hier lassen. Genau. Ein Wort zu deinem Gegner. Der war nicht bei Moe In. Das hat dich schon so ein bisschen angeknappert. Ja, das hat mich aufgeregt. Also es ist allgemein, hat mich heute was aufgeregt. Wir hatten ja heute die offizielle Waage früh morgens. Und da ist er wirklich erschienen mit 6,5 Kilo zu viel. Ich meine, der ist allgemein schon, ich glaube, ein Stückchen größer als ich. Dann noch mit so einem Gewicht aufzutauchen, ist für mich eine Frechheit. Ist respektlos gegenüber mir, gegenüber dem Veranstalter. Aber damit sehe ich schon, was für eine Einstellung der reinkommt. Und ich sehe schon, wie du morgen im Kampf mit ihm umgehen wirst. Ich sag mal so, ich werde versuchen, ihn auf jeden Fall dafür zu bestrafen. Jetzt bist du ja eigentlich ein international sehr angesehener Kämpfer schon, hast im Libanon gekämpft. Genau. Solltest du eigentlich auch deinen jetzigen Kamp im Libanon machen. Richtig. Spielt keine Rolle, bist in Tschechien, in einem wunderbaren Spielcasino. Ist es so ein bisschen eine Rivalität, die dich auch nach vorne zieht mit deinem Bruder, der jetzt in Paris auch kämpfen wird? Ja, es geht. Also ich finde es allgemein schön. Ich suche mir immer die Veranstaltungen dann aus, wenn ich ein geiles Angebot habe. Libanon, ich bin Libanese, ja, und das ist ein geiles Ding. Ich habe da gekämpft im November, habe den Titel Gott sei Dank holen können. Hätte jetzt eigentlich auch kämpfen sollen, hat sich nicht ergeben. Jetzt GMC, deutsche Veranstaltung in Tschechien, wieder im Ausland. Geil, nächsten Monat ab nach Paris. Mein Bruder macht da seinen Kampf und holt da inshallah seinen Sieg. Immer gut. Also die Unity bei den Brüdern ist sehr groß. 100%. Ist das so wie bei den Klitschkos damals, die beiden Boxer, die ihre Mama versprechen mussten, nie gegeneinander zu kämpfen? Also ich glaube nicht mal so, noch besser. Wie wir beide ist keiner. Ja, aber wir werden definitiv niemals gegeneinander kämpfen. Wir kämpfen immer miteinander. Und ich sag auch immer, wenn ich kämpfe, fühle ich mich immer nicht alleine, sondern zu zweit. Und ich glaube, ihm geht es genauso. Wir sind da wieder zusammen und das ist das beste Gefühl. Ist es das, was MMA für mich auch von außen betrachtet ausmacht? Dieser Respekt füreinander, dieses Familiäre, das man untereinander hat? Ja, ich finde, MMA ist sehr familiär, weil das ist so sensibel, das ist zwar hart, aber wenn ich jetzt mal in mir so gehe und gestern an meinen Weightcut denke, ja, meine ganze Familie hat mich unterstützt. Jeder von meiner Familie hat mich unterstützt. Dieses, du gehst kaputt, du gehst einfach der Weightcut, der Kampf, das Aufladen. Das ist so intensiv familiär und das bindet nochmal. Und das ist geil an MMA. Weightcut ist ein super Thema. Da möchte ich nochmal ganz kurz reinbauen. Wie hart ist der Prozess? Wie lange dauert er? Schlimmste, was du haben kannst. Ich sag immer, der erste Gegner ist die Waage. Dein Weightcut und so ein Prozess kann lange dauern, muss nicht lange dauern, aber ich glaube, wie jeder schon gesehen hat, ich bin sehr, sehr trocken, sehr muskulös. Ja, bei mir ist nicht so viel wegzukriegen, aber ich mache dann viel über Wasser und das ist sehr, sehr hart. Das heißt, 12 Liter Brennnesseltee oder wie? Nee, ein bisschen viel mit Wasser, ein bisschen so und ja, gibt's noch ein paar Tricks, aber ich verrate ich euch nicht. Genau. Ist gut so. Sag mal eine ganz kurze Ansage, nachdem es mit deinem Gegner ja weder beim Wayne geklappt hat, noch das Gewicht bei ihm so richtig gepasst hat. Kannst du uns mal sagen, was du mit ihm morgen vorhast? Also richtig vor, ja, was habe ich mit ihm vor? Ich nehme ihn, knebel ihn, werfe ihn ein bisschen durch die Gegend und haue ich ihm richtig aufs Maul. Das ist natürlich, was die Fans sich jetzt wünschen. Nein, ich bleibe immer bodenständig. Ich werde das natürlich ernst nehmen. Ich werde fokussiert bleiben. Ich werde da reingehen. Das umsetzen, was ich trainiert habe. Ich habe mich in jeder Ebene vorbereitet und ich wünsche mir, dass ich ihm auf jeden Fall richtig schön in die Fresse haue, weil das hat er verdient. Fresse ist das Gesicht, falls es jemand nicht verstanden. Ich wünsche dir morgen einen schönen Kampf. War mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke. Ja, Dankeschön.